Die Verfolgungsjagd war in der letzten Folge nun nicht so der Knüller, aber hey, wir haben gefunden, was wir finden müssen, beziehungsweise wir wissen, wo es liegt und müssen es noch einsacken. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry Primal. Ich werde eben nochmal Eulus rufen, um hier etwas aufzuräumen, also einen einfach aus der Entfernung abzumetzeln. Und ja, einer, der Verstärkung ruft, wird ja hier wohl nicht sein. War nicht hier hinten noch da hinten einer, ne? Bewegt sich auf jeden Fall, deswegen wird er dran glauben. Weil den Kollegen hier vorne werden wir uns schnappen. Ist ja ganz schnell gemacht. Will nicht erst bis da ganz hinterlaufen. Will aber auch nicht unbedingt runterfallen. Oh, geil. Jeha. Hallo, Udam. Jetzt sind wir wieder nicht zu sehen. Jetzt gleich wieder schon. Winja, wait, wait. Herrlich. Schnell wieder rückwärts. Schaffen wir das noch? Au. Oh, da ist ja wer. Hallo. Du bist ja so blind und so taub. Das war eine coole Aktion. Ah, wie fein man in der Steinzeit schaukeln konnte. Nee, du wirst uns doch nicht sehen. Das ist doch Quatsch. Willst du gar nicht. Hat er seinen toten Kollegen gesehen? Das blöde Gras nervt mich eben. Wie er läuft. Ah, es waren die Schulter, aber es war tödlich. Die beiden Weißen. Kommt uns einer jetzt entgegen? Ach, der hockt sich da jetzt hin. Nun gut, wenn er meint. Erledigt. Auch erledigt. Waren zwar bloß Weiß, aber die hätten uns verraten können. Und da ist die Person, die Anführerin. Das wird doch wohl nicht Jaimar sein. Takedown, dann wohl nicht. Nee, es war ein Typ. Die Udam haben ja eher Typen. Hm, Fallen zünden? Ja, können wir mal machen. Besseres Licht. Wobei, so krass ist der Unterschied nun auch nicht. Müssen wir noch dicht... Nee, wir haben ja Takedown gemacht, also automatisch durchsucht. Was brauchen wir denn hier? Das macht ja kaum Licht. Da war was. Suchen. Notton, nichts. Mit Knochenstaub. Da draußen ist auf jeden Fall noch mindestens einer. Dann suche ich mal so. Ach da, Schüsseln. Notton. Knochenstaub. Wissen wir also, was es heißt. Dann entkommen wir aus dem Lager. Aber dazu bringen wir einfach bestenfalls noch ein paar um. Dich da oben zum Beispiel. Wenn ich dich treffen würde. Ist da irgendwie noch ein Fels oder warum oder wie oder was? Hä? Ich glaube, ja, so der Fels da. Okay. Dann guck mal da. Fliegt das weiter? Ja, deutlich. Genau, guck da mal hin. Da wäre noch ein Horn, darum können wir uns noch kümmern. Ich würde die eben doch ganz gerne auslöschen, weil es sind halt Udam. So, der Blödmann von oben guckt noch. Können wir ihn hier erwischen? Hm, quatsch doch nicht so. Ich glaube, ich werde Eulus gleich mal hinschicken. Ach, der ist da oben drin. Ich würde auch gerne erstmal euer Horn kaputt machen. Wo ist es denn genau? Ach, da hinten. Das wäre schon mal hinüber. Dann schnappen wir uns jetzt ihn da oben. Wir müssen es nicht machen, aber hey, es sind Udam und die gehören weg. Tschüss. 7 Erfahrungspunkte. Besser wäre es, wir machen das selbst, aber sowas einfacher. Du bist der Letzte? Moment, für dich habe ich was. Zeug von oben, aber du bist doch nicht der Letzte. Aber es hat keiner mitbekommen, zumindest der da hinten nicht. Was für ein Blödfisch. Ob ich den treffen werde? Etwas höher geschossen, hat aber nicht gereicht. Dann gehe ich mal näher ran. Wir sind genau da. Nein, hinter dir. Ach, sogar ein Stinker. Das rennt einfach mitten irgendwo rein. Komischer Hans. Hey, wir laufen dem mal hinterher. Ich finde die Udam ja sehr putzig, weil sehr blöd. Nee, das zählt nicht. Du bist tot.
Gut, hätten wir das. Jetzt entkommen wir. Und wir bringen das noch dem weniger Guten da? Ich weiß es nicht. Vorschani zeigt sich ja ganz gut, aber ob er wirklich ein Guter ist, kann man auch bezweifeln. Wir müssen bloß entkommen, dann gehen wir zurück, dann geben wir es ihm und dann ist er uns noch viel freundlicher gesinnt und Syla kann sich vielleicht auch mit ihm anfreunden, wer weiß das schon. Hier oben gibt es noch Holz. Da war keins, oder? 1775 Erfahrungspunkte. Eine Klopp-Aktion ist mir immer noch so wichtig. Dann blicken wir mal eben auf die Karte. Was hätten wir denn? Oder wie viel haben wir? Einen bloß. Ne, ist mir zu wenig. Karte. Dum, 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 dum. Ach, da unten. Dann bringen wir ihm mal den Knochenstaub, damit es ihm etwas besser geht. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass es hier immer Musik gab, aber diesmal wieder keine Musik. Weiß auch nicht, vielleicht ist es ja bloß Einbildung. Kann sein, muss nicht sein. Fällt mir bloß gerade auf. Vielleicht fällt mir ja was auf, was gar nicht da ist. So, hier hast du. Naja, hier hast du. Schaskani ti waidam. Guarsta takar. Machi kabal ur gal. Nu da harha. Heißt ausruhen jetzt. Oder haha. Also wenn der sich jetzt ausruhen muss. Weil das schien mir jetzt noch nicht das finale Gespräch gewesen zu sein mit ihm. Ob wir ihm noch irgendeine Aufgabe zuteilen? Ich spreche schon mit Syla. Tach. Du redest bestimmt nicht von da, oder? Ja, ja, ja. Muss ich mir jetzt nicht nochmal anhören? Ich glaube, ja, Urki wird keine Hütte haben, aber ich schaue mal eben bei ihm vorbei, den habe ich nicht vergessen. Der arme Kerl, der muss einfach unter der Sonne pennen. War der nicht hier oben? Ja, da sitzt er. Budequala! Budequala! Warpati! Woo! Urki guar dam nash hu par Budequala qua. Maguar Urki parkun di bar. Das ist so witzig. Der spricht. Oh, wie weit kann er das machen? Der spricht irgendwas abgewandeltes, Wenger-mäßiges. So, so. Von der anderen Seite nochmal anquatschen. Unser kleiner Hurki. Der Hurk. Naja, gut. Da. Gibt's hier Freunde? Ich will bloß mal gucken. Oh. Will bloß eben mal schauen, wie groß unser Dorf ist da hinten. Da müsste Roshani sein, ne? Hier ist dann. Ne, da ist Karush, dann ist da hinten Roshani. Ja, sieht jetzt doch gar nicht so groß aus, aber es ist halt ein schnuckliges Dorf. Hier, wo wir gerade sind, ist schon Dorfgrenze. Da ist die letzte Hütte. Auf jeden Fall mehr als zu Beginn. Fein. Dann auf die Karte geblickt. An sich will ich jetzt gar nichts weiter machen. Wir widmen uns einfach mal der Udam-Heimat. Was ist denn hier hinten? Ach, eine Höhle. Na gut, die müssen wir jetzt nicht machen. Wir gehen zur Udam-Heimat. Genau, da gehen wir dann hier rein. Da haben wir noch ein Leuchtfeuer. Und da wäre noch ein unbekannter, größerer Ort. So sage ich es mal. Gibt es hier einen bestimmten Weg hoch? Ist der eingezeichnet? Nicht wirklich. Deswegen markiere ich mal. Und wir reisen hin. Also so langsam geht es dem Ulrich Uhl Udam an den Kragen. Also das ist ein vollständiger Name. Ah, an dem Baum könnte man es festhaken. Interessant. Ulrich kurz vorm Uhl und mit Nachname Udam. Ein Schneevogel. Oh, das ist ganz schön spitz, da will ich nicht hin. Da gehe ich lieber hier runter, wo ein Haken ist. Die Geschichte hat auch einen Haken, oder? Noch nicht lösen? Jetzt erst. Ach nee, das war eine Falle und ich bin reingetappt. Na, danke auch. Wobei, Moment, ist hier vielleicht was? Können wir hier hochklettern, so stufenmäßig? Weil laut Karte geht es hier lang.
Nee, es ist anmachen, Takar, und wieder kaum Feuer, weil die Keule gleich im Eimer ist, ich glaube letzteres. Dann wird Takar die gleich wegwerfen. Aber hier komme ich nicht hoch. Hier ist keine Kletteranzeige, hier klettert Takar nicht, deswegen gehen wir wieder hoch. Dieser X-Satz war wohl nix. Hinter uns wäre noch ein Geldblatt. Bisher mussten wir das Gegengift noch nicht unbedingt verwenden. Müssen wir da über den Baum? Ich... ja. Schau lieber nochmal auf die Karte. Ja, wir müssen schon da lang. Aber eher da hoch, oder? Ich schau mal. Also höher klettern können wir hier bestimmt nicht. Ich fall gleich runter. Hier können wir auf jeden Fall nicht hoch. Das ist ja auch laut Karte nicht mehr Gebiet. Jagdgebiet Oros. Hier rein geht auch nicht. Ups. Okay, verringerter Schaden. Fallschaden schon seit längerem, aber das hält uns nicht davon ab, dabei zu sterben. Da war ich viel zu unvorsichtig. Ich glaube, das Finale von Far Cry Primal werden wir gar nicht erleben, weil ich da gar nicht hinkomme. Was war hier? Ach, Notgelblatt. Dann gehe ich jetzt mal hinter Seite entlang. Können wir das vielleicht nicht kaputt machen? Nee. Dann mogel ich uns mal hier durch, wenn es geht, aber ich glaube, dass es nicht geht. Ups, wo hängen wir denn jetzt? Noch auf so einem spitzen Gegenstand. Das ist irgendwie mysteriös. Wir sind jetzt zwar näher rangekommen, aber ein richtiger Weg wurde uns auch nicht angezeigt. Also ein Tier, womit wir fliegen können, haben wir nicht. Müssen wir uns einen Mammut schnappen, was uns dann hier hochschleudert? Ich finde das gerade sehr seltsam, dass es hier nirgendwo hochgeht. Hier ist auch kein Greifhaken zu sehen. Ich zünde dich, große Keule, mal an, aber die macht auch nicht mehr Licht. Das ist ja blöd. Die ist womöglich auch gleich hinüber. Aber sind wir jetzt hier schon weiter als gerade eben? Ja. Also da hingen wir vorhin, vor noch gut 2 Minuten. Wie kommen wir denn da hoch? Mysteriös. Also laut Karte könnte man da oben doch lang, schaut mal. Hier über die Brücke dann, aber wie kommen wir auf die Brücke? Müssen wir erst ganz hoch auf den Stein? Ich glaube ja. Dann gehen wir da mal eben hin. Also nochmal Kommando zurück. Das war, glaube ich, eine Etage vorher. Ja, hier war der Greifhaken. Eine Etage vorher ist ja auch Quatsch. Was rede ich heute wieder bloß für einen Mist zusammen? Ich halte gerne Reden. Denn man rät mir, ich sollte das endlich mal packen. Ich folge einfach mal dem Weg und mach die Keule aus. Jetzt müssten wir eigentlich gleich links abbiegen können. Hä? Wie kommt man da? Ach hier, okay. Mann. Schwierige Geburt. Ich brauch Fleisch, auch wenn es voll ist. Mach aus. Aha. Jetzt quatscht da in... Na, Zeitlupe? Nee, Moment, ich mach's anders. Ich mach's so und verwende es bloß einmal. So, Gelbblatt und das Fleisch gewickelt und schon können wir hier durch. Auf in die Udam-Heimat! Durchquere die Udam-Schluchten. Die haben sich ihre Heimat aber ganz gut gesichert. Also nicht mit so einem kleinen Zäunchen wie die Isila. Nee, mit ihren Fauldämpfen. Oder einfach Giften. Sieht nicht mehr gut aus, das Fleisch. Lassen wir mal lieber liegen, ehe wir unseren Magen verdorben haben. Oh, der schleift gerade ein Wenger. Ich dachte erst ein Tier, dann dachte ich Ast und dann denke ich mal Wenger. Nee, zu spät. Durchsuchen können wir ihn.
Ja, das ist ein Ranger. Na dann mal weiter. Ah, und da rechts sehen wir, wie lange dieser Booster anhält. Da müssen wir durch. Hallo, hallo? Hier ist doch bestimmt jemand, oder? Ich ruf mal Eulus. Mal hier, kurz vor der Mission. Auf der Karte ist auf jeden Fall einer und da sehe ich jetzt auch jemanden. Sogar zwei eben. Hat er zweimal wum wum gemacht. Da oben traut sich keiner hoch. Ist hier einer dabei, der Lärm macht? Sieht auch nichts aus, ne? Also Eulus sieht nichts, deswegen greifen wir mal an. Jetzt sind wir aber genau darüber. Na, das habe ich verpasst. Jetzt, nach. Oh, komm. Fast senkrecht von oben. Gucken, ob die zwei das mitbekommen haben. Sieht nicht unbedingt danach aus. Dann müsst ihr wohl leider dran glauben. Das Blöde ist, die gucken sich gegenseitig an. Also wenn der eine stirbt, dann bekommt der andere das sofort mit. Irgendwie doch, er scheint sich dafür zu interessieren. Dann sollte ich aber eher den hinteren abmuxen, weil dann sieht's nämlich der, wenn wir ihn umbringen. So, umdrehen und werfen. Zack. Dann hätte ich noch gern meinen Splitter wieder, dankeschön. Immer noch... Oh. Krümelt's von oben. Immer noch die Schluchten durchqueren. Da kommen mehrere an. Dann hocke ich uns mal hier hin und wir überblicken das nochmal mit unserer Eule. Das sind bloß zwei, hä? Für euch. Und einer muss noch dran glauben. Ich hoffe, unsere Eule wird jetzt nicht von den Bienen angegriffen. Da pfeift noch jemand. Der hat noch Zeit, sich... fröhlich zu entpfeifen. Hatte noch eine Maske auf und deswegen haben wohl die Bienen nicht so viel angerichtet. Ist der oben? Weil der dann so schnell gut erkannt. Ja, da ist noch einer. Kopfschuss. Fein. Geht auf jeden Fall gut voran und Uhr weiß wohl nicht so ganz, dass wir genau jetzt kommen. Nächster. Oh, vorbei. Jetzt könnte er den anderen Bescheid gegeben haben. Aber es wird nicht so wichtig sein, hier lautlos reinzugehen. Bloß macht mir halt Spaß. Deswegen wird's gemacht. Oh, das sieht ja cool aus. Doch etwas gemütlich, weil es eine warme Farbe ist. Aber auch ganz schön spitz alles. Naja, einmal angesehen, weiter geht's. Ah, da sind die Nächsten. Oder der Nächste. So wie der herumgrunzt, hat er doch hier Schädelfeuer, ne? Davon hat ja auch mal Ul erzählt. Oh, jetzt wird's aber dunkel. Könnte meinen, es wird Nacht. Ich hätte gern meinen Splitter wieder. Ja, es wird Nacht. Und einen neuen Fähigkeitspunkt. Hallo? So, wenn ich jetzt niemanden übersehen habe, dann dürfte hier noch einer sein. Wo quatschst du denn? Bist du unter uns? Ich will wieder hoch. Seh dich nicht. Ich wollte eigentlich gar nicht runter. Nix, Isila Udam. Das sind auf jeden Fall zwei insgesamt. Ach, da hinten ist Minimum einer. Jetzt kommt hier wohl einer hoch, hä? Moment. Ich will das sehen, wie der hier hochklettert. Scheiße, jetzt kletter ich wieder runter. Das will ich doch gar nicht, Taka. Ich will ihn doch runterpieken. Genau. Aber wenn ich zu nah rangehe, dann werden wir automatisch daran gezogen zum Runterklettern. Und das möchte ich ja nicht. Ich kann das besser. Ich hätte gern all meine Sperre zurück. Fein, fein, fein. Das waren, glaube ich, alle, die hier hinten noch herumgeeiert sind, ne? Nee, anzünden nicht.
Alles herstellen und wieder was einsacken. Damit wir etwas die Taschen leeren. Nun gut, dann machen wir in der nächsten Folge weiter und schnappen uns das Leuchtfeuer. Oh. Sind wir hier am Nordpol? Haha. Schön schaut's aus in der Heimat der Udam und wir gucken uns das in der nächsten Folge noch weiter an. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.